liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Lachs gehört nach wie vor zu den beliebtesten Fischen und der Konsum nimmt ständig zu. Wegen der Gefährdung der Fischgründe und der teilweise schlechten Bedingungen auf den Lachsfarmen ist der Ruf nach umwelt- und tiergerechter Aufzucht in letzter Zeit immer grösser geworden. Auch Coop verkauft Lachs aus einer biologischen Fischzucht, die die strengen Anforderungen von Bioswiss einhält und kontrolliert. Die Heimat des Biolachs von Coop Naturaplan ist Clare Island Sea Farm im Atlantik an der Westküste von Irland. Die Lachs werden dort in grossen Netzkegeln aufgezogen. Sie haben viel Bewegungsfreiheit und die starke Strömung verhindert, dass sich Parasiten entwickeln können. Mit 10 statt der üblichen 60 Kilo Fisch pro Kubikmeter Wasser ist die Haltungsdichte gegenüber der konventionellen Zucht deutlich reduziert. Und weil auch weniger intensiv gefüttert wird, wachsen die Fische langsamer auf. Trotzdem ist auch für die Biolachs das Leben im Wasser mal zu Ende. Nach dem Fischen und dem Ausnehmen werden sie auf Eis gelegt, verpackt und landen unter anderem bei uns in der Studioküche. Richtig, es gibt eine Austernpilz-Lasagne mit Lachs. Grüezi miteinander. Zurzeit auf einer besonders erfolgreichen Tournee ist unser Gast. Herzlich willkommen im Studio, Kisha! Hallo Kisha, schön bist du da. Wie lange bist du eigentlich noch auf Tournee? Ich bin jetzt auf der Crazy World Tournee noch bis im Herbst. Und übermorgen habe ich ein Konzert in Bern, in der Uptown Bar auf dem Gurten. Und das nächste ist erst im Juni, am 7. Hünenberg. Deine neue CD, die heisst ja auch Crazy World. Genau, und die ist auch seit dem Februar eigentlich schon in den Läden. Ich würde auch mal sagen, es hat sicher einen Unterschied vom letzten Album zum jetzigen, dass es einfach irgendwo rockiger ist worden und erdiger und erwachsener. Danke, Kisha. Zu deinen Fans gehört übrigens auch der Armin Amrain, der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Und er erwartet dich jetzt zu einer Kochlektion. Der Lachs in Streifen schneiden. Hey Kisha, sorry. Dann mit einer Marinade aus Zitronensaft, Wurstensauce und Geienpfeffer beträufeln und kurz ziehen. Frühlingszwiebeln und Austernpilze werden ein paar Minuten im Olivenöl gedämpft. Und dann mit Pfeffer und Salz würzen. Eine Lasagneform mit Öl ausstreichen. Pilz, Lachs und Lasagneblätter schichtweise einfüllen. Und mit einem Guss aus Halbrand, Creme Fraiche, Weisswein und Eier das Ganze übergießen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Dann die Form mit Alufolie abdeckt, in sonderen Drittel vom vorgeheizten Ofen schieben und 40 Minuten backen. Nachher die Folie abnehmen und die Lasagne weitere 20 Minuten schön überbrünen. Die Lasagne mit Austernpilz und Lachs serviert man am besten direkt in der Form, zusammen mit einem Salat. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Vergnügen beim Ausprobieren. Besten Dank, Kisha und Armin. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, woher kommt der Biolachs von Coop Naturaplan? Aus Irland, Norwegen oder aus Kanada? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Irland. Und mit 2 Tageskarten hat die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola hat gewonnen. Develin Schwab. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders natürlich bei dir, Kisha, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Nochmal zurück zum Biolachs von Coop Naturaplan aus Irland. Nach der Ankunft beim Importeur von Coop früh am Morgen gibt es als erstes eine sorgfältige Eingangskontrolle. Da sieht man gerade, wie der Lachs in Tranchen geschnitten wird. Oder kunstvoll filetiert und der Fettigteil grosszügig entfernt wird. Nicht nur Tranchen oder Filet, auch Spezialitäten wie Fischspiessli oder Lachsrouladen gehören zum Angebot von unserer Fischabteilung. Biolachs aus Irland gibt es übrigens auch der Expo 02, und zwar im Restaurant Bio Tavola in Neuchâtel. Das war es für heute. Weil der Sommer langsam vorwärts macht, zeigen wir Ihnen in einer Woche, an was Sie alles denken sollten, wenn Sie mit dem Auto verreisen. Es würde mich freuen, wenn ich Sie dann auch wieder begrüssen darf. Auf Wiedersehen!